Hallo und herzlich willkommen, ich bin die heute Lissi und ja, ich hoffe euch jetzt den erstmal endgültigen Uploadplan zu präsentieren, da ich jetzt eine Weile gebraucht habe, um ihn für mich zu optimieren. Ja, fangen wir mal wieder bei den Let's Plays an. Ja, so wie ihr seht, die sind nur noch von Montag bis Freitag verteilt, aber nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, denn wir sind ja noch nicht fertig. Kommen wir erstmal zu den Download-Rubriken. Da hätten wir die Download-Familie, die kommt wieder 14-tägig jeden Mittwoch und dann noch das Download-Haus. Und das kommt auch wieder freitags und zwar auch 14-tägig. Ja, zur Erklärung, die Download-Rubriken sind das Download-Haus und die Download-Familie. Dort zeige ich euch immer einen Schnelldurchlauf, wie ich eine Familie oder ein Haus erstellt habe und ihr könnt das Ganze dann auch in meinem Studio auf der Sims 3-Seite downloaden. Ein Link zu jedem Haus oder jeder Familie steht immer in der jeweiligen Videobeschreibung. Und ja, falls ihr jetzt mit den Zeitabständen der Rubriken nicht hinterhergekommen seid, diese blende ich später noch einmal ein. Ja, gut, dann zu den Wochenendrubriken. Was geht los da rein und Beruf oder Fähigkeit? Ja, zu was geht los da rein? Das kommt weiterhin wöchentlich und zwar immer samstags. Das ist eine Fragen-Beantworten-Rubrik, wo ich euch in kleinen Tutorials zeige, wie man bestimmte Sachen bei den Sims baut oder erstellt. Und ihr könnt mir auch immer wieder gerne Vorschläge machen, was ihr sehen bzw. wissen wollt. Und das zeige ich euch dann relativ zeitnah bei WGLD. Ja, zu Beruf oder Fähigkeit. Ich habe beschlossen, das ganz rauszunehmen und euch auch den ersten Teil dazu nicht zu zeigen, da selbst wenn es gut ankommt, es zu zeitaufwendig ist, um es zu bringen. Dafür habe ich mir etwas Neues einfallen lassen, das jetzt wöchentlich jeden Sonntag kommt, unsere neue Wochenendrubrik und zwar Step by Step Hortley C baut ein Haus. Das habt ihr euch ja die ganze Zeit gewünscht, dass ihr in Echtzeit verfolgen dürft, wie ich ein Haus baue. Und ja, herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt es jetzt jede Woche 15 Minuten lang zu sehen. Wenn ein Haus fertig ist, bekommt ihr das dann auch wieder als Download-Version zur Verfügung gestellt. In dem Step-by-Step-Video selbst, wo das erste am 17.03. rauskommt, könnt ihr auch gerne Vorschläge reinschreiben, was ihr als nächstes für ein Haus haben wollt. Weil beim ersten bin ich ja noch auf mich selbst gestellt, was ich da baue. Und ihr werdet sehen, ich bin da noch ein bisschen hilflos. Aber na gut. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, denn es gibt gleich noch mehr, worüber ihr euch freuen könnt. Denn von Mittwoch bis Freitag gibt es doppelt Let's Plays. Tada! Ich zeige euch jetzt mal eine kurze Verteilung, welche aber nur ein Beispiel ist. Ja, in der Grafik fehlt auch die Doppelung bei Woche 4, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja nur eine Veranschaulichung, damit ihr das, was ich erzähle, besser versteht. Also, die Buchstaben A und B stehen gleich für die Familie Seacher und die Mystic WG. Das sind meine Haupt-Let's Play-Familien und an denen ist auch nur von meiner Seite aus was zu rütteln. Also, die Haushalte werden weiterhin alle 5 Parts wechseln. So kommt in der ersten Woche Familie A 5 Tage lang bis zum Wochenende. Und in der zweiten Woche wieder Haushalt B bis zum Wochenende, dann wieder Familie A und Familie B, also immer so weiter. Und ja, jetzt kommt Familie C hinzu und zwar so. Familie C und Familie D, die auch gleich noch kommen wird, suche ich mir fürs Erste selber aus. Ich könnte jetzt die doppelten Plätze mit unseren Familien A und B belegen, aber ich möchte einfach mehr Familien haben und andere Lebensabschnitte durchleben können. Und deswegen kommen jetzt noch 2 Let's Play-Familien hinzu, die es aber nicht so oft geben wird, nämlich nur 3-mal die Woche, alle 14 Tage. Also das heißt, in Woche 1 kommt dann Familie C, in Woche 2 Familie D und in Woche 3 wieder Familie C und so weiter im Wechsel. So, nun seid ihr vielleicht nicht mit der Wahl dieser Let's Play-Familien zufrieden, das könnte ich verstehen. Deswegen wird es immer jeden zweiten Samstag und Sonntag eine Kategorie geben, die nennt sich Let's Play angespielt. Dort werde ich immer die aktuelle Download-Familie für je 20 Minuten folgen Let's Playen und ihr könnt dann drunter schreiben, wie ihr diese Familie fandet und ob ihr sie vielleicht gegen Familie C oder D ersetzen wollt. Ich werde erst einmal 2 der Contest-Familien Let's Playen, wahrscheinlich Familie Rogers und Rivers, aber mal gucken. Ja, wahrscheinlich wird es dann auch alle Monate so gegen Ende der 4. Woche ein Extra-Video geben, wo ich frage, was wollt ihr für Änderungen und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, welche Familien ihr dann lieber sehen wollt. Das heißt, bei den Haushalten C und D dürft ihr entscheiden, welche ihr sehen wollt, aber wie gesagt, an den Hauptsendeplätzen von A und B entscheide nur ich. Weil immerhin ist das ja mein Let's Play, ne? Jedoch ist es möglich, wenn mir eine Familie besonders gut gefällt und euch auch, dass sie einen A- oder B-Platz kriegt.
Ja, was gibt es sonst noch im Upload-Plan? Ich werde jetzt ungefähr einmal im Monat ein Vorstellungsvideo bringen von Add-ons, die auch schon länger draußen sind, weil ihr euch das ja so sehr gewünscht habt. Und es wird auch noch andere kleine Specials geben, zum Beispiel welche Store-Sachen ich habe oder so. Aber die kommen dann einfach, wenn sie kommen und ich Zeit dafür finde, vorher nicht. Auch zum Thema Zeit. Ich betreibe diesen Kanal als mein Hobby, weil es mir wirklich Spaß macht, die ganzen Sachen aufzunehmen. Also fragt bitte nicht immer gleich, ob es noch kommt oder wann. Ich kündige meist an, ob etwas Verspätung hat oder verschoben wird, aber manchmal finde ich selbst dazu keine Zeit. Also es tut mir wirklich leid, wenn ich etwas nicht nach Uploadplan bringen kann. Aber wie gesagt, das ist nur ein Hobby und nicht mein Hauptberuf. Ja. So, mein letzter Punkt für heute, und zwar, es geht um meine eigene Person. Ihr wisst ja, dass ich darüber vorläufig nichts verraten will, weil ich möchte, dass man das schätzt, was ich hier mache, und nicht meine Person, beziehungsweise nicht schätzt wegen meiner Person. Jedoch werde ich euch nach und nach die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen, also die Frau, die eigentlich hinter der Hortley C steckt. Und da wir jetzt rund bei 300 Abonnenten sind, gibt es meinen Namen auf einer Facebook-Seite, wo ihr gerne mit mir in Kontakt treten könnt, beziehungsweise ich euch ganz langsam, ich betone nochmal langsam, ich euch meiner realen Person näher bringe. Und ja, das jetzt als die Möglichkeit für die Leute, die immer fragen und die es interessiert. Einen Link dazu findet ihr ab sofort auf meiner Kanalseite. Aber im Vordergrund, ich betone es nochmal, im Vordergrund stehen nach wie vor meine Videos und mein Lieblingsspiel, die Sims 3. Ja, so, mit diesem schönen Schlusswort verabschiede ich mich. Und ich hoffe, dass der neue Upload-Plan euch zusagt und ich danke euch für eure Unterstützung und die ganzen lieben Worte, die ihr immer für mich und meine Videos übrig habt. Also ich knuddel euch ganz lieb und bis dann!